Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem 500 Abonnenten Special. Und ich habe mir gedacht, dieser freudige Anlass ist doch mal wieder Grund genug, mal was anderes zu machen. Da ich zurzeit sehr, sehr gerne League of Legends spiele, Heroes of the Storm natürlich auch, aber League of Legends zurzeit sogar noch ein bisschen mehr, habe ich mir gedacht, das war ein guter Tipp von Bevorius übrigens, dass es hier dieses, diese Replay-Mod gibt sozusagen, dass man seine eigenen Spiele, die man eben so absolviert hat, dann im Spectator-Modus irgendwie wieder anschauen kann. Und ja, das werde ich euch jetzt zeigen. Ist eine relativ gute Runde, muss ich sagen. Erwartet jetzt hier keine Platin-like Skill-Moves oder so, aber ich muss ehrlich sagen, das war eine meiner besten Runden, würde ich fast sagen. Gut, ich habe ein paar Fails gemacht und Kyle hat es mir am Anfang auch nicht ganz so leicht gemacht. Kyle wollte mit mir tanzen, ich habe das irgendwie nicht gerafft, dann habe ich ihn einfach mal angeschossen. Und, ja, der Gute, ich habe mich dann auch bei ihm entschuldigt, das war echt böse. Aber er hat sich ja schnell wieder regeneriert, von daher am Anfang ist das wurscht, die Kuh macht eh keinen Schaden. Ja, ich spiele mit Ahri, absoluter Lieblingschamp. Ich habe mir dieses Popstar-Skin auch noch geholt, ich glaube, ich habe jetzt alle Skins für Ahri, ist einfach absoluter geilste Champion. Sind ein paar tolle Last-Hit-Fails dabei, wie gesagt, erwarte keine Skill-Moves von mir oder sonstiges. Ja. Aber das lassen wir jetzt erstmal so ein bisschen laufen. Mal so ganz nebenbei bemerkt, wie gesagt, 100 mal 5 sozusagen. 500 Abonnenten. Ne, also ich glaube, das letzte richtige Special-Video habe ich bei 100 Abonnenten rausgehauen. Und ja, es ist mal wieder die Zeit, einfach mal Danke zu sagen. Weil ich denke mal, dass sich das sehr, sehr gut entwickelt in letzter Zeit. Es gab zwar immer mal wieder so ein paar Phasen, wo einfach nichts voranging, aber so im Großen und Ganzen ist das Wachstum dann doch relativ cool. Und ja, jetzt haben wir die nächste Marke geknackt. Ist allerdings erst der halbe Weg zu meinem Ziel für dieses Jahr. Allerdings denke ich doch, dass wir das schaffen werden, ne? Also hier als Community zu wachsen auf 1000, das ist mein oberstes Ziel. Und dass ich dann einem, was ich bisher immer noch nicht genannt habe, Netzwerk beizutreten, in das ich unbedingt rein möchte. Aber wie gesagt, ich will dazu einfach noch nichts sagen, weil, ja, aus Respekt vor denen und einfach, weil ich es noch ein bisschen spannend machen will, werde ich nicht sagen, wo ich rein will, beziehungsweise wo ich eventuell dann genommen werde, wenn ich 1000 habe. Allerdings natürlich nicht nur 1000 Abonnenten, sondern es sollten möglichst auch 1000 Abonnenten sein, die zumindest ein Video am Tag anschauen, sodass wir auf die 1000 Aufrufe kommen, aber das ist praktisch nur so eine grobe, so eine Zahl, so ein Richtwert. Und ja, ich denke mal, wir haben gute Chancen, das dieses Jahr zu packen. 2015 wird ein gutes Jahr, 2014 war schon geil, aber da hatten wir ja nicht das ganze Jahr, ne? Ich sag nur, 7.05.2014, da ging's dann los. Und ja, das ist einfach Wahnsinn, was sich in der Zeit getan hat. So viele neue Leute dazugekommen, natürlich auch hat man irgendwann mal so ein Gefühl dafür bekommen, wer sind denn die treuen Zuschauer, welche sind denn von Anfang an dabei und lauter so Zeug. Und ja, also ich habe euch echt lieben gelernt und ich finde das einfach total, das ist eine total neue Erfahrung für mich gewesen. So viele Leute, die man eigentlich so an sich gar nicht kennt und die trotzdem immer wieder kommen, sodass man dann doch irgendwie so eine Art Routine hat und die dann sozusagen Teil, ja, von meinem Leben wurden. Und es ist wirklich so, also YouTube verändert einen irgendwie. Das ist mehr als nur ein Hobby oder so. Das ist wirklich fast schon eine Berufung, kann man sagen. Wer das einmal gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Das ist einfach der Wahnsinn. Und ja, ich weiß auch nicht. Das ist einfach Hammer. Und wirklich da ein ganz, ganz ehrliches Danke. Und jetzt werde ich mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich hatte dann doch vor, hin und wieder mal eine Runde LOL einzuwerfen, weil, ja, das ist nach wie vor ein beliebtes Spiel und ich bin gerade erst so richtig am, naja, sagen wir mal, warm werden mit dem Spiel, weil, ja, ähnlich wie bei Minecraft ging das alles so ein bisschen an mir vorbei, der Hype. Den Account gibt es zwar schon eine Weile, aber, es ist doch irgendwie, doch wieder was komplett Neues jetzt. Weil ich es halt nie wirklich aktiv gespielt habe und jetzt praktisch so langsam warm damit werde. So langsam auch so ein bisschen
Naja, ich sag wirklich nur ein bisschen, weiß, worum es geht. Und ich hoffe einfach, dass wir da irgendwie... Jetzt kommt was Lustiges, passt auf. Tolle Szene. Das ist der Hammer. Doppeltot. Das war richtig, richtig gut. Da sind wir dann beide krepiert. Da können wir es gerade mal so ein bisschen spulen. Weil, wie gesagt, wir sind einfach mal beide gestorben. Total geil. Hatte ich jetzt so, glaube ich, auch noch nie. Und, ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also, ich habe da echt... Ups. Jetzt können wir wieder... Jetzt sind wir wieder beide da. Kyle und ich sind wieder am Start. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich habe den übelsten Lachanfall bekommen. Wir haben uns da beide auch irgendwie, keine Ahnung, im Chat geschrieben. Den siehst du hier nur leider irgendwie nicht. Kann man den eigentlich einstellen, oder... Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, der Typ war echt cool drauf. Und ja, es war echt, also am Anfang war es wirklich schwierig, weil er hat mich ein paar Mal echt besser getroffen als ich ihn, aber irgendwann habe ich es dann doch hinbekommen, den so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und ja, dann mal wieder zurück zum anderen Thema. Klar, wie geht's weiter? Das ist die Frage. Ich habe mir da noch relativ wenig Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nur eines, oder es sind mehrere Dinge eigentlich. Zum einen versuche ich natürlich Dying Light so lange wie möglich noch am Laufen zu halten. Allerdings, außer Pete Smith, glaube ich, ist kein größerer, mir bekannter YouTuber noch dabei, das Projekt zu veröffentlichen. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Weil bei mir kann man noch sagen, okay, kleines Licht, das fällt vielleicht gar nicht auf. Aber bei Pete Smith kann ich mir das nicht vorstellen, dass die irgendwie sozusagen... Naja, sag ich mal, untergegangen sind in der Masse. Weil die haben ja dann doch schon einen relativ großen Kanal, über 1 Million Abonnenten. Und die machen nach wie vor Dying Light. Also, ich verstehe es nicht so ganz. Naja, ich hoffe einfach wirklich, dass ich das noch so ein Weilchen aufrechterhalten kann. Ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass ich es wahrscheinlich nicht zu Ende bringen kann, weil irgendwann muss ich die Videos runternehmen, bevor mein Kanal davon Schaden nimmt. Und das ist ja doch wirklich das Gemeinwohl, beziehungsweise der Kanal natürlich 1000 Millionen Mal wichtiger als irgendwie ein Projekt zu vollenden. Auf Teufel komm raus. Von daher, ja, werde ich wohl irgendwann dann doch die Entscheidung treffen müssen, das Ding runterzunehmen. Bevor ich noch irgendwie Strikes kassiere und dann am Ende, wenn ich nicht aufpasse, sogar vielleicht der ganze Account futsch ist. Weil Channel Neustart wäre hart, ne? Bei größeren Kanälen, die schon, sag ich mal, eine Fanbase im 10.000er-Bereich haben, da ist das nicht so wild. Da kommen die Leute auf jeden Fall alle wieder. Ich hätte halt nur die Befürchtung, dass das bei mir dann nicht so ist, dass dann erstmal, weiß ich nicht, nur die Hälfte da ist oder so. Warte mal. Genau, hier. Nächster Kill, Achtung. Und weg. Da hatte ich kein Mana mehr, ne? Ich musste erst einen Mana-Trank saufen. So ein Scheiß. Hätte es fast noch versiebt. Naja, egal. Auf jeden Fall, Dying Light ist halt so ein schwieriges Thema im Moment. Ich muss mal schauen, ob ich da nochmal irgendwie neue Erkenntnisse draus ziehen kann oder eben nicht. Und, wenn nicht, dann muss es halt irgendwann runter. So. Zum Glück ist ja Dying Light nicht das einzige, Spiel, was, sag ich mal, relativ neu noch ist, was man spielen könnte. Ich bin jetzt gerade drauf und dran, die letzten Folgen für Assassin's Creed Unity fertig zu machen. Und sobald ich die fertig habe, habe ich schon den nächsten Plan. Also nicht für ein neues Spiel erstmal, weil ich habe euch ja gesagt, so, jetzt können wir wieder skippen, da bin ich erstmal zurück. Tolle Skin, by the way, da kommt dann diese Musik. auf jeden Fall, sag schon, wenn Assassin's Creed Unity fertig ist, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich werde dann nicht gleich den DLC hinterherhauen. Also klar, bis ihr dann alle Folgen gesehen habt, werde ich natürlich sofort den DLC nachreichen. Aber ich bin ja schon ein ganzes Stück voraus im Moment. Und wenn ich diese Entlastung dann habe, werde ich anfangen an meinem zweiten... nee, warte mal, an meinem zweiten sei schon. Das muss ich selber überlegen, an meinem vierten Best-of zu arbeiten. Weil das wird wieder mal Minimum 10 Stunden in Anspruch nehmen, würde ich sagen. Da muss ich mal schauen, wo ich dann die ganzen Szenen rausnehme. Also wenn ihr schon Lieblingsszenen habt, die ihr unbedingt da drin haben wollt, dann ist jetzt wieder die Möglichkeit, euch zu melden. Dass wir zumindest ein paar zusammenkriegen, die ihr sehen wollt. Ansonsten muss ich das Ganze halt wieder im Alleingang machen.
Und ja, ich weiß auch nicht so recht. Müssen wir mal gucken. Oh ja, das wird, glaube ich. Nee, das war er noch nicht. Okay, ich dachte schon, das wäre der nächste Kill. Also ich habe den dann echt gut auseinandergenommen irgendwann. Aber ein perfektes Spiel ist... Doch, das ist der Kill. Das ist der Kill. Wieder so arschknapp, ne? Das ist brutal gewesen. Also mit Ari muss man, glaube ich, sehr, sehr offensiv spielen und ziemlich frech sein, um das volle Potenzial zu kriegen. Gerade mit der Geisterhast, mit diesem Dash, wo du so nach vorne springen kann dreimal. Das ist halt echt eine heftige Ulti. So, können wir wieder skippen. Ja. Auf jeden Fall, Best of Nummer 4 ist dann in der Mache, sobald ich dazu komme natürlich. Und ich hoffe, dass das bald sein wird. Weil ich will jetzt wirklich langsam mal Assassin's Creed zu einem Ende bringen. Es ist nicht so, dass mir das Spiel keinen Spaß macht, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn man ein Spiel wirklich über zig Stunden hinweg spielt und man weiß, dass es auch noch anderes tolles Zeug da draußen gibt, dann ist es auch mal nicht so blöd, wenn man einfach mal was anderes macht. So, warte. Ich glaube, das ist der nächste. Ja. Dann hat man dann geschrieben, impossible, unmöglich. Ja, dass ich das überlebt habe, ja, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht. nun ja, auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal ein bisschen wieder. Das ist alles nicht so interessant, wie ich hier Minions zerge. So, jetzt werde ich hier schon angepinkt von, nach dem Motto, Junge, verpiss dich endlich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Nee, das war noch nicht mein Fail. Gott sei Dank. Da bin ich dem gerade nochmal irgendwie entkommen. Naja, egal. Ich war ein bisschen, waghalsig, sage ich jetzt mal, in dem Spiel. Also ich habe ein paar Tode mitgenommen, so viel kann ich euch versprechen. Das war aber teilweise echt leichtsinnige Scheiße, die ich da fabriziert habe. Aber sei es drum. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Best of 4 wird dann gemacht. So früh wie möglich eben. Und, nee, da habe ich es doch geschafft, okay. Ich will halt immer nicht dazwischen quasseln, wenn eine interessante Szene kommt. So, wenn das Best of fertig ist, werde ich trotzdem nicht sofort wieder ein Spiel anfangen. Natürlich der DLC für Unity, also sprich Dead Kings, der wird natürlich sofort nachgereicht, sobald es irgendwie möglich ist. Aber ich habe mir so überlegt, ich nehme mir einfach mal wieder so ein bisschen Zeit raus, weil es ja doch in den letzten Wochen oder gar Monaten über ziemlich lange Zeit eigentlich ein übelster Marathon war, was ich gemacht habe, ne? Mit den ganzen Projekten und so weiter. Das ist einfach echt übel gewesen. Ist immer noch. Sodass ich dann wirklich manchmal ganze Nächte durchgemacht habe. Und ja, natürlich, meiner Meinung nach war es das auf alle Fälle wert, aber das sollte halt vielleicht kein Dauerzustand werden, weil ganz so gesund ist das auch nicht. Ihr wisst ja das Ganze, ne? Hier Biorhythmus und so. Wer braucht das schon? Aber nee, ich will auch mal wieder so hin und wieder, so wie ich es zurzeit eben mache mit LOL und Heroes, einfach mal wieder ein bisschen für mich zocken. Dass ich so einfach mal diesen Zeitdruck, den man halt manchmal da hat, wenn man Let's Plays machen muss. Also, was heißt muss? Ich muss ja nicht, ich hab's mir ja selber ausgesucht, aber um den mal so ein bisschen wegzunehmen. Sodass ich jetzt so eine kleine Erholphase habe. In der ich aber trotzdem weiter an den anderen Projekten natürlich weitermache. Und auch Dragon Age vielleicht noch versuche, bis nächsten Monat abzuschließen. Weil da kommen ja dann schließlich zwei neue Spiele gleich. Naja, so gesehen drei. Keine Ahnung, ob ich ein paar Hardline-Videos bringen soll von Battlefield. Aber ich habe es auf jeden Fall vorbestellt. Das kommt auch. Dann natürlich Assassin's Creed Rogue. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Projekt, was seinen Platz in meiner Rotation finden wird und natürlich das Wichtigste von allem, meiner Meinung nach. Wieder ein Kill. Die Ulti ist einfach zu hart, ey. Das ist so geil mit Ari. Ich sag's euch. Naja, auf jeden Fall. Das Wichtigste von allem, was ich schon 10 Millionen Mal angekündigt habe und in der Hoffnung, dass es jetzt endlich mal stimmt: GTA 5. Ich glaube, da hat's mich erwischt. Oder? Ich weiß es nicht mehr, ob ich da. Irgendwo war die Stelle, wo ich zu greedy war. Ja, aber ich habe den Kill trotzdem bekommen, weißt du. Ja. Riven, ey. Ohne Witz. Ich hasse solche Champs einfach nur, weil die mich so fett zerlegen können in kürzester Zeit. Naja, zurück zum Thema. Wir skippen mal wieder ein bisschen. GTA 5 wird folgendermaßen ablaufen.
Ich werde natürlich für meinen Teil erstmal die Story, ich werde auf jeden Fall die Story zuerst spielen und dann werde ich, so gut es eben irgendwie geht, den Online-Modus natürlich auch parallel laufen lassen. Oder vielleicht auch im Wechsel, also da muss ich mir noch was überlegen. Oder dass wir vielleicht, keine Ahnung, 3 Tage die Woche, nee, 4 Tage die Woche einfach, Dings haben. Na, was ist jetzt los? Dass wir ein paar Tage die Woche auf jeden Fall, Story-Modus haben. Und dann wiederum, es sind gerade die Frames übelst eingebrochen, ne? Faszinierend, wie kann das denn passieren, ey? Auf jeden Fall, jetzt läuft's wieder, okay. Oh Mann, ey, das schickt mich gerade. Warum bin ich so abgelenkt dauernd? Okay, also Story-Modus auf alle Fälle. Überwiegend erstmal, weil der ist ziemlich umfangreich und ziemlich lang. Da gibt's auf jeden Fall viel zu sehen, viel zu machen. Und den will ich auf jeden Fall zuerst machen. Und dann halt gucken, wie die Zeit für den Online-Modus reicht. Der wird danach natürlich eine ganze Weile laufen. Also auch wenn die Story dann durch ist irgendwann, habe ich vor, das Ganze in GTA Online fortzuführen, weil es ist ja doch ein geiles Spiel mit viel Potenzial, ne? Ich war ja schon immer ein großer GTA-Fan und das ist eigentlich fast wie ein Traum, dass es jetzt doch irgendwann mal funktionieren soll mit dem PC-Release. Und ich hoffe wirklich, dass es nicht nochmal verschoben wird. Weil dann kriege ich, glaube ich, irgendwann echtes Kotzen. Aber ich versuche auch am Anfang wirklich mal so ein bisschen Gas zu geben. Und wirklich mal beides parallel laufen zu lassen. Und wenn es nur mal am Anfang 1, 2 Multiplayer-Folgen sind und wenn ich es alleine machen muss. Ich habe natürlich schon vor, irgendwie das zusammen mit Leuten zu machen. Wie Warriors zum Beispiel ist so ein Kandidat, mit dem sollte ich, möchte ich das auf jeden Fall machen. Und noch ein paar andere natürlich. Also da kannst du ja wirklich in Crews losziehen und hier andere bekämpfen und was weiß ich alles. Raubüberfälle sollen kommen und lauter so Zeug. Also das ist richtig, richtig geil. Das wird wirklich ein Spiel werden, in dem ich wahrscheinlich komplett verlieren kann irgendwann. Weil es eben so viel Potenzial bietet. Und ja, ich weiß es halt auch nicht. Müssen wir mal sehen. Also Release 27. März ist es, glaube ich, oder war es der 24.? Ich habe es schon wieder vergessen. Also bei so oft Verschieben kann es ja auch mal passieren, dass eben GTA irgendwie so ein bisschen... Oder dass ich so ein bisschen den Faden verloren habe, so wie in diesem Video gerade. Das ist echt grausig, ey. Ich überlege gerade ernsthaft. Ja, gut, ich lade es hoch. Keine Sorge. Ich habe nichts zu verbergen. Es war absoluter Murks, was ich gerade hier zusammen rede und stammle. Aber es ist einfach... Ich gucke mir gerade halt das Spiel gerne nochmal ein bisschen an. Also ich bin wirklich aufmerksam, ob ich noch irgendwas erkennen kann, was man hätte besser machen können. Vorhin hätte ich ein bisschen offensiver sein müssen, vielleicht gegen Kale. Dann hätte ich den nochmal erwischt, aber gut, okay. Passt schon. Also hinter den Turm springen ist normalerweise wirklich nur eine gute Idee, dann, wenn er wirklich nicht mehr viel Leben hat und wenn man weiß, dass es keine Gefahr gibt, dass ein Gegner nicht abräumen kann. Von daher war es, denke ich, erstmal die richtige Entscheidung. Ja, auf alle Fälle, die Spiele werden kommen und sollte sich Dying Light demnächst verabschieden aus dem Programm, muss ich halt mal schauen, wie ich das dann ersetzen kann, ne? Ich meine, die Evil Within bietet noch DLCs, die irgendwann mal kommen, aber irgendwie ist es da ziemlich ruhig drum geworden, glaube ich. Ich habe noch nicht mal ein Datum gelesen oder ein Quartal oder so, wann das angepeilt ist. Also wirklich noch gar nichts so Vernünftiges in der Hinsicht. Und ja, da habe ich auch gefailt, hätte ich kriegen können. Ja, also ich bin echt gespannt. Aber so wäre zumindest diese, ich sag mal, Horror-Survival-Sparte wieder gefüllt. Mit den DLCs von The Evil Within. Aber wie gesagt, ich hoffe einfach, dass ich Dying Light irgendwie halten kann. Dass ich das irgendwie weiter veröffentlichen kann und mit euch teilen kann. Das wäre schon schade. Ne, ich habe mir jetzt Mühe gegeben, dass ich da ein bisschen aufhole. Weil ich ja den Anfang ein bisschen versiebt habe. Und ja, das wäre jetzt natürlich schade, wenn das alles für die Katz wäre. Ich habe auch schon wieder das Programm für die ganze Woche im Kasten, weil es einfach übelst Laune macht immer. Ich kann da nicht nach 2 Folgen aufhören, das geht einfach nicht. Nicht so wie bei Isaac, wo du mal einen Run machst, der halt dann in 2 Folgen aufgeteilt ist natürlich. Und dann hörst du wieder auf, weil es einfach in sich geschlossen ist. Aber Dying Light geht ja immer weiter und immer weiter.
Und man möchte auch nicht unbedingt immer, ja, das war halt richtig schlecht. Man möchte ja nicht unbedingt wieder beim Turm spawnen oder so. Man spawnt ja dann immer irgendwo übelst weit weg und die ganzen Zombies sind wieder da. Das Ganze ist dann irgendwie nichts, weil du sparst halt eine Menge Zeit, wenn du wirklich durchgehend dran bleibst, zumindest mal für eine Weile. Ich meine, es gibt Situationen, da musst du ja sowieso wieder zurück zur Basis oder zu irgendeinem Questgeber, dann kannst du ja immer noch zurück, weil dann resetten die Zombies ohnehin. Aber wenn du so mittendrin bist, dann willst du eigentlich immer gar nicht aufhören. Und ja, da kommt das halt so zusammen, ne? Ich habe übelst viel Programm. Ich versuche das jetzt gerade nochmal in Erfahrung zu bringen, bei Pete Smith und so weiter, habe ich jetzt mal angefragt unter den Videos. Bisher noch keine wirklich hilfreiche, sinnvolle Antwort gefunden. Klar, jeder gibt seine Meinung irgendwie wieder. Oder jeder, ja, jeder gibt seinen Senf dazu sozusagen. Aber so richtig wissen, woran ich jetzt bin, tue ich irgendwie nicht. Und ja, ich hoffe, das entwickelt sich dann einfach so ein bisschen, ne? Naja, auf jeden Fall, ich hoffe doch, dass ihr zumindest ein bisschen Spaß habt bei diesem Video, auch wenn ich gerade so ein bisschen echt wirr bin und manchmal länger brauche für einen Satz, weil ich einfach nicht weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist einfach schon so ein bisschen Euphorie noch dabei, ne? Ich bin echt übelst happy. Ich habe jetzt in der Zeit echt Tolles geschafft. Wie gesagt, die 500 Abonnenten sind ja echt schon mal eine Nummer für sich. Aber was ich in der Zeit schon alles an Projekten gemacht habe, ich habe 1200 plus Videos. Das ist übelst krass, wenn man sich denkt, wie viel Zeit da drin steckt. Und ich habe in der Zeit solo aufgenommen, ich habe mit Leuten zusammen aufgenommen, ne? Ich glaube, das erste Mal Duel haben wir gemacht mit der Gruppe bei Counter-Strike, kann das sein? Ne, da waren wir sogar, glaube ich, 4 oder 5 Leute. Dann habe ich überwiegend mit Bevorius immer wieder was gemacht und in Assassin's Creed natürlich mit Azbat. Und das sind auf jeden Fall schon mal tolle Erfahrungen, die auf jeden Fall das alles allemal wert waren. Und ja, ich weiß nicht. Also ich bin gespannt, was noch kommt, Leute. Und ich denke und ich weiß, dass ich da weiterhin auf eure Unterstützung zählen kann, ne? Also sprich, Videos auch mal hin und wieder teilen, fleißig kommentieren, wenn es irgendwas gibt. Und auch die Bewertung da lassen, weil das A und O bei YouTube sind halt doch irgendwie die Einflüsse von der Community, seien es Kommentare oder irgendwelche Bewertungen, sprich Däumchen hoch, Däumchen runter. Auch das gibt in einer gewissen Weise dann wieder einen Push für ein Video. Und das ist halt wirklich sehr wichtig, weil ich muss schlicht und ergreifend einfach auffallen, ne? Das mag jetzt wieder blöd klingen, Abo geil, was weiß ich, wie es manche nennen würden, aber ich brauche wirklich die Unterstützung von euch. Alleine geht das einfach nicht. Ich habe einfach noch kein starkes Netzwerk im Rücken, was mich irgendwie, keine Ahnung, ins Unermessliche pushen kann oder so. Ich stehe unter Beobachtung, das ist sicher, aber ich muss halt erstmal, sag ich mal, ohne die Hilfe des Netzwerkes beweisen, dass ich irgendwo hinkomme. Und so ganz allein ist halt wirklich schwierig, von daher. Ich weiß, dass ich auf euch zählen kann, Leute, aber hier doch nochmal der kleine Aufruf, also wirklich die Videos auch irgendwie zu bewerten, zu teilen und Kommentare zu schreiben. Das ist wirklich ganz, ganz entscheidend, weil, wie gesagt, ohne Hilfe schafft man es nicht. Es ist wirklich ganz schwer. Es gehört immer ein bisschen Glück dazu, aber eine starke Community ist natürlich viel, viel wichtiger als Glück. Und ich habe solche Leute, ich weiß es. Und die bemühen sich auch alle. Und sind immer dabei. Und ich sage das nicht bemühen im Sinne von schlechtes Arbeitszeugnis, weil hat sich stets bemüht, bla bla. Nein, ich meine es ernst. Also wirklich, Hut ab vor dem, was ihr manchmal schreibt. Also wirklich nicht nur viele Kommentare. Da haben wir ein paar Leute, die wirklich ellenlange Kommentare schreiben. Und das ist halt richtig bombastisch. Und so kann es weitergehen. Ich will dieses Jahr auf jeden Fall die 1000 knacken. Und ich weiß, dass ihr mir dabei helfen werdet, ihr seid dabei. Es gibt so treue Leute unter euch und ich freue mich wirklich, dass ich euch an Bord geholt habe. Egal, wie ihr mich gefunden habt, egal, was euch bei mir gehalten hat, ich bin übelst stolz drauf. Und jetzt ist das Spiel dann gleich zu Ende. Und bleibt nur noch mal abschließend zu sagen, danke, danke Leute für alles. Und die 1000 Abonnenten kommen bestimmt. Ich
werde die Runde jetzt zu Ende laufen lassen und werde mich hiermit von euch verabschieden. Wie gesagt, das neue Best-of kommt. Ich kann euch nur noch nicht sagen, wann, weil ich habe noch nicht damit angefangen, aber es ist in Planung. Wenn ihr irgendwelche Szenen habt, dann raus damit. Das ist ein guter Punkt, um in die Kommentare jetzt zu schreiben. Tut es, Freunde, tut es. Schreibt mir was in die Kommentare und sagt mir, welche Szenen ihr haben wollt. Weil es ist ja schließlich, klar, das Best-of ist auch für mich eine lustige Sache, aber ich mache es ja eigentlich für euch. Ihr müsst es mögen, euch muss es gefallen, ihr seid die Zuschauer. Ich bin nur der Esel, der Mist labert und die Videos macht. Und wie gesagt, ohne euch geht's nicht. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Freunde. Die Runde ist eh gleich zu Ende. In diesem Sinne, danke für alles und auch danke für die, die jetzt noch dabei sind. Macht's gut und tschüss. Doppeltötung für das rote Team.